Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen, Zwischenvideo sozusagen, zwischen allem, was so normalerweise kommt. Das ist so ein bisschen rausgeschnitten oder so ein, ja was heißt, ein Best-of ist es nicht wirklich, aber das ist so ein bisschen rausgeschnitten aus dem letzten Livestream von meiner 9.4. Da haben wir in City Skyline so ein klein wenig mit der Wasserengine gespielt und uns, wie man im Hintergrund schon sieht an dem Thumbnail dieser Folge oder dieses Videos, relativ viel Müll gemacht und das habe ich jetzt einfach mal in diesen 10 Minuten so ein bisschen zusammengeschnitten. Es ist übrigens sehr aufwendig gewesen, nicht weil das Schneiden unfassbar aufwendig ist, das ist ein bisschen aufwendig, aber unfassbar aufwendig ist, weil das aus irgendwelchen Gründen irgendwie abgestürzt ist oder sonst was. Schnittprogramm heute, ausnahmsweise. Tut es sonst nicht, aber es war der Meinung, es müsste ständig abstürzen, deswegen musste ich alles 10.000 Mal neu machen, weil es das nicht gespeichert hat oder doch nicht gespeichert hat und dann doch nur ein Teil gespeichert hat oder falsch gespeichert hat oder bäh. So, für dieses 10 Minuten Video habe ich ungefähr 3 Stunden geschnitten, deswegen mache ich jetzt noch nur noch kurz die Anmoderation, die jetzt auch schon wieder eine Minute geht, deswegen schneide ich die jetzt ganz schnell noch rein und dann lade ich das hoch und dann ist das jetzt gleich draußen, so um 6 Uhr oder so, keine Ahnung. Schaut es euch an, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann nicht. Unten ist auf jeden Fall, am Ende ist alles verlinkt zu der originalen Livestream-Mitschnitt-Folge und zu der Playlist und zu was weiß ich nicht noch alles, also es sollte eigentlich alles jetzt so sein, wie ich es gerne hätte. Deswegen haut rein. Ciao, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Haut rein! Wobei, vielleicht können wir es mal eben sinnvoller machen. Kleiner Kreisverkehr. Können wir hier unten reinbauen, oder? Wir können sogar einen kompletten großen, wir können ein komplettes Autobahnkreuz hier unten reinbauen. Wir können nur sowas noch nicht da reinbauen. Das sieht ein bisschen Mongo groß aus. Das ist übrigens auch modifiziert eingefügt. Inhalt, Workshop und so. Also ich würde sagen, so einen kleinen Kreisverkehr könnten wir schon da unten reinsetzen. Dann können wir hier so ein bisschen mit der Straße, weiß nicht, machen wir es mal so. Wir machen eigentlich nur einen großen Kreisverkehr. So. Ein großer Kreisverkehr confirmed. Kein Problem, kriegen wir hin. Einen Kreisverkehr kriegen wir noch gebaut. Da können wir jetzt keine Straße herbauen, das ist doof. Können wir hier runter denn eine Straße bauen, ohne die Stromleitung abzureißen? Nicht wirklich. Wobei doch, vielleicht. Wir können es auch ganz umständlich bauen. Wobei hier kommt natürlich jetzt im Moment keine Straße runter. Reißen wir hier mal die Stromleitung kurz ab und überlegen uns, wie wir hier eine Straße runterlegen. Entfernung zu gering. Was? Entfernung zu gering? Hier runter, du Straße. Gefälle zu steil. Ja, das macht Sinn vielleicht noch als Ausrede. Wie möchtet ihr das Gefälle denn bauen, Alter? Hätte ich dann von hier unten hochbauen? Das geht vielleicht noch leichter. Ja gut, wir können die hier vielleicht schon sagen, dass du hier etagenweise hoch musst. Es ist ein Flussbett. Er kann vielleicht nicht komplett was damit anfangen. Machen wir mal so. So. Von dort aus dann... Ach du gute Güte, wie machen wir das denn jetzt hier effizient? Es ist so wieder so ein Himmelsfahrtsprojekt, Alter. Das geht doch nicht. Wir können es da oben drüber... Hier können wir es herlegen. Warum denn hier nicht? Da, doch, können wir doch. So, und dann du wieder natürlich da dran. Nein. Sieht doof aus, ich weiß, aber ist auch doof. Wie gesagt. Bitte nicht ernst nehmen. So, hier eine Etage tiefer. Es ist gerade mal just for fun. Nein, also das hier mit dem Straßen müssen wir dringend noch optimieren. So, meinetwegen und dann... Nein! So. So. Stromversorgung funktioniert nur nicht da hinten runter. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen die mal kurz nachbauen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ja, das geht ohne Probleme. Das hier vielleicht noch so ein bisschen anpassen. Ort ist bereits belegt. Ja, dann machen wir das halt. Machen wir das halt. Es hat doch gerade funktioniert. Willst du mich verarschen? So. Machen wir das halt so und dann so. Gut. Sollte funktionieren. Hier unten produzieren also immer noch genügend Abwasser. Also können Abwasser immer noch genügend rauslassen. Jetzt können wir das hier unten eigentlich mal kurz als... ja, am liebsten würde ich ja hier so ein komplettes, dicht besiedeltes Wohngebiet hinklatschen. Allerdings gerade ist große Nachfrage nach Gewerbe. Und damit hier das so ein bisschen... Wir klatschen jetzt... Weiß ich... Na doch, wir machen hier unten einfach gering besiedeltes Wohngebiet hin. Einfach, weil es geht. Ja. So. Bitteschön. Da ist die sinnloseste Stadt der Welt. Unterhalb eines Staudamms. Wir könnten ja jetzt ganz dreist sein, wir könnten ja jetzt mit dem Bodenbewegtool hier, auch modifiziert eingefügt, hier so einen Flusslauf simulieren, falls er doch mal Wasser rauslassen möchte, hier so, keine Ahnung,
hier so außenrum oder so, keine Ahnung, vielleicht können wir die Stadt ja ewig da lassen. Ich will es eigentlich noch gar nicht, aber wir können mal gucken. Im Moment ist keine große Nachfrage nach Wohngebieten. Wir warten mal ab, vielleicht hat sich da unten gleich was gibt. Wenn sie nach Wasser schreien, flute einfach. Stimmt, die Wasserleitung habe ich vergessen, vielen Dank. Aber die Idee ist gut gerade. Fährt hier vielleicht mal einer hin? Möchte hier vielleicht mal jemand bauen? Ich glaube, ich muss denen dummerweise ein bisschen Wasserleitung legen, weil ansonsten... Ansonsten wollen die da vielleicht gar nicht bauen. Ich weiß ja nicht. Ich würde es nicht wollen, wenn ich keinen Wasseranschluss garantieren kriege, baue ich auch mein Haus da unten nicht hin. Und Strom bauen ja auch noch. Oh, die. Wobei doch, wenn sie hier unten anfahren, werden sie direkt vom Damm mit Strom versorgt. Sollte ja kein Problem darstellen. Meine Güte. Was machen wir hier eigentlich für einen Müll? So, alles begrüntes Gebiet, alles mittlerweile komplett begrünt. Da Wasser, dazwischen Stadt. Top. Echt top, muss man sagen. Was Müll. Meine Güte. Aber naja, warum nicht, ne? Wir müssen mal warten, ein bisschen Nachfrage nach Wohngebiet ist. Die bauen natürlich im Moment hier oben alles zu. Wo im Moment noch so ein bisschen Fläche ist an Wohngebiet, ist natürlich hier die eine Stelle. Wo haben wir denn jetzt? Da. Die wird natürlich im Moment zugebaut. Also wie gesagt, vielleicht machen wir da unten auch, vielleicht machen wir hier unten mal so ein bisschen Gebietsbegrenzung. Vielleicht machen wir hier unterhalb von dem Bereich. Vielleicht machen wir einmal außenrum Handel. Das könnte ja vielleicht funktionieren. Machen wir hier mal Vollpin. Alles außenrum ist jetzt Handel. Nutzt das. Funktioniert es? Vielleicht. Also wenn hier gleich die ersten Fahrzeuge... Handel ist im Moment halt mehr nachgefragt. Geringe Nachfrage nach Gewerbegebieten. Sieht doch schick aus. Ja, sicher ist das schick. Und da fängt der erste an zu bauen. Oh, du Opfer. Tut mir so leid. Ruhiger Eckladen. Nicht genug Strom. Ja, sorry, aber... du musst warten, bis da hinten wer gebaut hat. Dann funktioniert das mit dem Strom. What the fucking hell? Egal. Es funktioniert. Was ist mit den Männern? Mein Gott. Was ist das hier? Du warst halt ja als erster gebaut, ne? So, du bist, so, du bist der Getränkeladen. Wenn du mal Nachschubschwierigkeiten hast, du weißt, wo du klopfen kannst. Mit der Spitzhacke hier gegen klopfen, der Pförtner öffnet dir. Du musst noch nicht mal der Pförtner machen. Warum halten die hier alle dauerhaft? Da fährt einer. Den verfolgen wir. So, die Premiumstraße. Wie das aussieht. Wie geil sieht das bitte aus? Also ich will das als Desktop-Hintergrund haben. Es sieht geil aus. Das ist mein Gott. Ich habe einen Screenshot gemacht in der Zeit. Hat keiner gesehen, ja. So, er fährt erstmal hier runter, liefert Waren ab. Ja, das kannst du gerne mal machen. Die Straßen sind leer. Frag dich mal, warum. Vor allem, wenn ich jetzt hier irgendwie mal da hinten so in die Richtung gucken würde, wohl. Gut, tut er, aber dann ist dummerweise gerade schon wieder was im Weg gewesen. Oh, stell dir mal vor, du wohnst hier unten, guckst einfach nur so da hoch. So, fuck. Fuck. Noch größeres Fuck. Also, echt geil. Ich feiere das. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Strom. Ich lege euch jetzt vielleicht mal kurz provisorisch hier noch kurz eine Stromleitung her. Reicht das? Reicht nicht. Ja. Spiel. Wenn ich sage, das reicht, dann hat er zu reichen. Da, reicht. Jetzt reicht es sowieso komplett. Sehr gut. Stromversorgung sollte sichergestellt sein. Ist er auch. Mein Gott, was ein Bullshit, ey. Da fährt jetzt ein kompletter LKW, den fahren wir direkt hinterher. Das sieht aus wie so eine große Mine, wenn ich ganz ehrlich bin. Und sie nannten es eine Mine. Ja, es ist eine Mine. Es ist geil. Es ist einfach geil. So, warum sterben wir da hinten Menschen? Sind da kein Problem. So, die bauen jetzt hier unten gerade ihre Zukunft. Ja, ihre Zukunft liegt in den Händen von 18 Meter Beton. Mm, ja, würde ich jetzt nicht so drauf tauchen. Vor allen Dingen die Höhe von dem Damm, die sieht man jetzt gar nicht so genau. Wir müssen ja echt gut raten. Wir müssen hier die Straße schöner machen. Ich will die Straße schöner haben. Machen wir das jetzt noch hier so. Nein. So. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus, ich weiß nicht. Wie doof das aussieht, mein Gott. Muss mal wieder was trinken hier, ich schreie so viel rum. Mein Nachbar hört sie nicht. Der schläft hier vom Fest. So. Sinnvolle Freitagabendbeschäftigung. Meine Güte.
Aber gut, hier unten fahren jetzt gleich auch die ersten Leute hin, die einkaufen wollen. Ja, Familienausflug in den Supermarkt kann man da unten sehr schön machen. Ja, ist nur zu empfehlen. Da Fug. Naja, immerhin. Es hat wieder mal alles, was sinnlos ist, gesprengt. Es ist noch sinnloser geworden.